siehst fast aus wie James Bond. Naja, mehr oder weniger. Ja, wäre dann nur nicht diese hässliche Visage. Ne? Da kann man erst nichts mehr dran ändern. Hier, halt dir einfach die Orchideen vors Gesicht, dann fällt es vielleicht nicht so auf. Spottet ihr nur. Das perlt heute fein säuberlich an mir ab. Heute? Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute heirate ich sie endlich. Meine große Liebe. Mein Ein und Alles. Und uns wird nichts mehr trennen. Wieso vermisst ihr Kleid schon? Ja, glaube ich nicht. Und wenn doch, dann trägt sie es sicher mit fürstlicher Würde und Gelassenheit. Ja. Was ist los? Hast du doch noch Schiss? Höchstens davor, dass du die Ringe vergisst, mein Lieber. Den Klassiker, den sparen wir uns diesmal. Hm. Wird die Braut etwa ungeduldig? Hier, umziehen. Okay. Ich kann es kaum erwarten, deine Frau zu werden. In Liebe, Luise. Luise, Liebste. Schön zu haben. Wow. Hey, und wie soll die Braut das bitte schön jetzt noch toppen? Ach, Luises Kleid, bin ich mal gespannt. Wo bleibt die denn? Die braucht für ihren großen Auftritt noch ein wenig Zeit für sich. Ah, wenigstens der Bräutigam hat's schon mal geschafft. Hey. Schön, dass du kommen konntest. Das ist doch nicht die Hochzeit meines besten Freundes. Luise, kriegt deine süße Braut vor der Hochzeit und doch noch kalte Füße? Sie will mich noch mal unter vier Augen sehen. Ey, das ist verboten. Na und? Obwohl, vielleicht hat sie ja noch eine schöne Überraschung für dich. Zuzutrauen wäre ihr das. Komm, ich halte die Stellung. Aber ihr beeilt euch. Ja, ja. Danke. Bis später. Luise? Wo bist du denn? Komm schon, wir müssen zurück. Die Leute warten schon auf uns. Das ist ja mal eher ein ungewöhnlicher Ort für ein Rendezvous. Hey! Schön, dass Sie unserer Einladung Folge leisten konnten. Die Wahl der Waffen liegt aus organisatorischen Gründen bei mir. Nehmen Sie. Sie wollen sich mit mir duellieren? Das ist verrückt. Seit wann ist es verrückt, um die Liebe einer Frau zu kämpfen? Aber doch nicht im Duell und nicht im 21. Jahrhundert. Dass Sie keine Ehre und Moral im Leib haben, ist mir bewusst. Und nun kämpfen Sie endlich. Ich hatte auf! Ja? Hat der Bräutigam noch eine Verabredung? Nicht nur der Bräutigam. Ist es auch nicht zu finden. Können wir heute noch mit dem Brautpaar rechnen? Da sollen wir die Trauben besser gleich vertagen. Aber dazu besteht überhaupt kein Anlass, Monsignor. Die beiden werden sicher gleich hier sein. Hast du gar keine Ahnung, wo sie sich treffen wollten? Wie treffen? Luise hat Gregor eine SMS geschrieben. Warte mal. Eine Ruine treffen? Eine Ruine? Nicht schlecht. Was gibt Schöneres als eine alte Ruine? Da stimmt doch was nicht. Was soll denn da nicht stimmen? Keine Ahnung, auf jeden Fall sind sie nicht hier, oder? Na los! Bringen Sie es zu Ende! Ich rufe einen Arzt. Rufen Sie mal lieber die Polizei. Sehr wohl.
Wären Sie ein Ehrenmann, hätten Sie mich getötet, anstatt mich dieser Schmach auszusetzen. Das hätte ich wohl auch besser getan. Seien Sie froh, dass mein Bruder mich davon abgehalten hat. Am besten, ihr bringt ihn rüber in den Salon, bis die Polizei kommt. Ich mach das. Danke. Willst du, Gregor Mann, diese Frau zu deiner rechtmäßig anvertrauten Ehefrau nehmen und sie lieben und ehren, bis das der Tod durchscheidet? Ja, ich will. Willst du, Luise Letizia Katharina von Waldensteig, diesen Mann zu deinem rechtmäßig anvertrauten Ehemann nehmen und ihn lieben und ehren, bis das der Tod euch scheidet? Ja, ich will. Gebt einander die Ringe als Zeichen eurer Liebe und Treue. Was Gott zusammengeführt hat, soll kein Mensch trennen. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ha 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 ha!